Am heutigen Tage hatte das Bündnis Sahra Wagenknecht seinen ersten Parteitag, wo zahlreiche Kandidaten vorgestellt wurden, welche auf der Liste der Europawahlen antreten sollen. Beziehungsweise wo auch andere Politiker, unter anderem Oskar Lafontaine, Reden gehalten werden. Wir schauen uns die wichtigsten Reden heute an und beginnen dabei mit der Abgeordneten Jacqueline Nastic. Sie war vorher schon bei der Linkspartei und wurde dort übelst angefeindet, weil sie den aktuellen Kriegskurs, den Teile der Linkspartei gefahren haben, nicht mitgehen wollte und eher auf der Wagenknecht-Linie blieb. Naja, zum Einstieg schauen wir uns heute ihre Rede an. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, warum stehen für mörderische Kriege unsum bereit, während es nicht gelingt, Mittel zur Bekämpfung von Hunger und Krankheit zu erhöhen? Zitat Oskar Lafontaine. Liebe Freunde, solch kluge Worte waren es, die mich seit 2007 dazu animiert haben, mich überhaupt politisch zu engagieren. Und in Zeiten, wo 21 Kriege und 216 bewaffnete Konflikte den Weltfrieden bedrohen, an jedem Tag, an dem unschuldige Menschen dadurch sterben und gleichzeitig eben deutsche Waffen dazu beitragen, dass sie sterben. Die Rüstungsexporte sind unter der selbsternannten Werteampel auf rekordartige 11,7 Milliarden gestiegen. An 17 Auslandseinsätzen beteiligt sich die Bundeswehr. Bald soll ein weiterer dazukommen. Und der Verteidigungsminister, der möchte uns kriegstüchtig machen. Ich glaube, sie meint den Einsatz im Roten Meer. Also da provoziert Deutschland ja gerade völlig ohne Not die Houthi-Milizen, die sich Gefechte mit den USA und Großbritannien liefern. Während gleichzeitig die Kürzungen im sozialen Bereich Existenzen bedrohen und der irrsinnige Wirtschaftskrieg der Ampel auch noch unsere Industrie bedroht. Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Nicht nur bedroht, schon teilweise verscheucht hat. 20% Produktionseinbruch in der energieintensiven Industrie in den letzten 2 Jahren. Ich glaube, diese Zahl kann man nicht häufig genug. Und es kann sein, dass die Industrie hier zeitweise ihre Produktion runtergefahren hat. Und wenn die Energiepreise wieder sinken, dass sie die dann wieder hochfährt. Aber je länger die Energiepreise so derart überhöht bleiben und je länger die Aussicht darauf nicht besteht, dass die Energiepreise jemals wieder auf ein erträgliches Maß sinken werden, desto eher werden diese Produktionseinbrüche dauerhaft sein. Desto eher wird die energieintensive Industrie dauerhaft abwandern. Und dann nützt es uns nichts mehr, wenn in 10 Jahren vielleicht die Energiepreise wieder gesunken sind. Dann ist es zu spät. Dann sind die Industriestrukturen weg. Es ist wirklich an der Zeit, dass es eine politische Kraft braucht, die für Vernunft und Gerechtigkeit in diesem Land endlich wieder steht. Und deswegen tut es so gut, euch hier zu sehen. Und ja, es wird noch weiterer kalter Wind uns ins Gesicht blasen. Und ja, sie werden uns angreifen. Aber wir waren mutig, so weit zu gehen, wie wir bis heute gegangen sind. Und wir werden weitergehen. Wir werden für diese Bevölkerung, für dieses Land streiten. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Vielen Dank euch. Das war Jacqueline Nastic. Vielen Dank. So, das war eine gute Rede. Also das hier ist ein Parteitag. Die Reden sind nicht sonderlich lang. Sie hat in relativ kurzer Zeit die wichtigen Dinge zusammengefasst. Also kann man nur unterstützen. Ist einer der Abgeordneten, die wir definitiv, beziehungsweise der Politiker, die wir definitiv im Auge behalten sollten.